Ein drittes Mal in Photoshop. Wir werden jetzt diesen zusätzlichen Maskenkanal zum Aufhellen der Dachfläche benutzen. Hier habe ich meine dritte Datei, ng-test-dachmaske-psd. Ich habe sie etwas verkleinert, sodass sie nicht mein eigentliches Bild verdeckt. In der Kanäle-Palette sehen Sie, dass der Objektkanal jetzt da ist. Er ist zusätzlich zum Alpha-Kanal angelegt. Auch hier ist es jetzt nicht wichtig, dass der in irgendeiner Form aktiviert ist. Ich bleibe schön bei meinen RGB-Kanälen und ziehe diesen Objektkanal 1, genauso wie eben den Alpha-Kanal, in mein eigentliches Bild hinein. Auch der wird richtig abgelegt, weil die Pixelgröße ja auch nach wie vor identisch ist. Ich bringe dieses Bild jetzt wieder in Einzeldarstellung mit Taste F. Diese Maske ist jetzt dort ebenfalls abgelegt als Kanal. Auch jetzt ist es wichtig, dass Sie die RGB-Kanäle wieder aktivieren, sonst können Sie gleich nicht sinnvoll arbeiten. Sie können sich jetzt aber diesen Objektkanal als Maske laden, als Auswahl laden. Das hatten wir eben bei dem Alpha-Kanal auch schon. Sie drücken die Command- oder Steuerungstaste und klicken auf die Miniatur. Jetzt sehen Sie die Auswahlameisen im Bild. Und um jetzt das Ganze aufzuhellen, gehen Sie in die Ebenenpalette. Wo Sie die Ebene jetzt anlegen, ist eigentlich auch egal. Ich lege sie jetzt einfach mal über allem anderen an. Die soll Tonwertkorrektur liefern für uns. Also gehe ich hier auf den mittleren Button am unteren Ende der Ebenenpalette und klicke auf Levels. Das ist der englische Begriff für Tonwertkorrektur. Die Auswahlameisen werden jetzt automatisch diese Tonwertkorrektur-Einstellungsebene maskieren. Dieses automatische Maskieren haben Sie eben schon kennengelernt bei dem Himmel. Da war es ja auch zunächst mal falsch rum. Jetzt haben wir hier diese Tonwertkorrektur-Einstellungsebene. In Photoshop CS4 kann ich die direkt hier oben jetzt bearbeiten. Ich kann zum Beispiel hier den Regler nach links ziehen und dann wird dieses Dach heller. Ich kann auch den rechten Regler noch ein wenig nach links ziehen, weil tatsächlich gibt es im ganz hellen Bereich gar keine Pixel. Jetzt ist das Dach mal so richtig stark aufgehellt. Und zwar wirklich nur das Dach, nichts anderes. Wenn Sie die Tonwertkorrektur jetzt ein- und ausblenden, dann sehen Sie, dass der Rest des Bildes davon tatsächlich nicht tangiert ist. Also, da hat Cinema 4D einen guten Job gemacht. Und wir auch, denn wir haben jetzt schlauerweise diesen Objektkanal als Maske für diese nachträgliche Beleuchtungsveränderung, wenn man so will, benutzt. Jetzt war aber eigentlich die Idee, das Ganze in einer Verlaufsform zu machen. Das heißt, wir hätten ganz gerne, dass hier hinten das Ganze nicht heller ist, sondern nur hier vorne. Das heißt, es wäre schlau, wenn sich diese Tonwertkorrektur verlaufsförmig von hier nach da erstrecken würde. Und das heißt auch, dass in der Maske, ich zeige die mal mit gedrückter Alt-Taste, kann man ja da draufklicken, dass in der Maske nochmal zusätzlich ein Schwarz-Weiß-Verlauf angelegt wird, der von hier unten, vom unteren Rand der weißen Fläche bis zum oberen Rand der weißen Fläche geht. Nochmal Alt-Taste drücken und draufklicken, dann sehen Sie wieder das normale Bild. Das funktioniert jetzt genauso einfach. Das Verlaufswerkzeug zunächst einmal ist ja hier. Das Gradient-Tool oder Verlaufswerkzeug. Wenn Sie das aktiviert haben, gucken Sie sicherheitshalber hier oben nach, ob Sie wirklich einen Schwarz-Weiß-Verlauf haben. Ja. Es kann sein, dass Sie einen Vordergrund-zu-Hintergrund-Farbe-Verlauf haben. Das ist nicht sicher. Ich würde immer zu Schwarz-Weiß greifen. Okay. Dann, er sollte linear sein, das wäre hier die erste Option. Und er sollte nicht umgekehrt erfolgen, sodass wir gleich beim Eintrag dieses Verlaufs auch keinen Fehler machen. Jetzt möchte ich gerne den Verlauf nur innerhalb der weißen Fläche der Maske zeichnen. Also ich könnte ihn jetzt irgendwo zeichnen. Dann ist aber meine Maske flöten, wie Sie sehen, weil der Verlauf als Malwerkzeug grundsätzlich zunächst einmal ebenenfüllend aufgetragen wird und alles andere ersetzt, was vorher da war. Das kann es also nicht sein, Steuerung Z oder Befehl Z, sondern ich möchte es nur in der weißen Fläche haben. Wie schaffe ich das jetzt, nur die weiße Fläche auszuwählen? Das geht genauso schnell wie eben die Kanäle als Auswahl laden. Ich klicke nämlich jetzt wieder mit gedrückter Steuerungs- oder Befehlstaste in die Miniatur dieser Maske und bekomme ein weiteres Mal nur das Weiße ausgewählt. Wenn ich eine schwebende Auswahl habe mit Ameisen, dann wird ein Werkzeug wie der Verlauf auch nur innerhalb dieses Bereichs angewendet. Ich kann jetzt hier mal in diesem Bereich
Ein erstes Mal klicken, hat die Maustaste gedrückt und die Shift-Taste auch, damit es senkrecht geht. Und ziehe jetzt das Ganze bis hier hin. Weil hier soll es gleichmäßig hell sein, aber hier soll es diesen Verlauf geben. Und voilà, das war's schon. Ich habe jetzt das Dach an der Unterseite in einem Verlauf aufgehellt. Ich kann die Tonwertkorrektur jetzt nochmal abschalten. Dann sieht man erst einmal, wie langweilig das vorher aussah. Jetzt sieht es also deutlich dramatischer aus. Das habe ich geschafft in Photoshop mit relativ wenigen kleinen Klicks. Und benutzt habe ich eine Maske, die mir Cinema 4D geliefert hat. Ich kann jetzt an der Tonwertkorrektur noch ein bisschen herumschrauben. Ich kann das Ganze vielleicht noch heller machen, wenn mir das immer noch zu wenig dramatisch ist. Und habe jetzt einen ganz schönen Effekt erzielt. Sie können sich jetzt sicher vorstellen, dass Sie diese Dinge auch auf andere Teile Ihres Bildes anwenden können. Zum Beispiel auch auf die Granitfläche. Sie können auch dort einen Verlauf anlegen, um zum Beispiel den vorderen Teil scharf zu zeichnen, während der hintere Teil nicht scharf gezeichnet ist. Sie könnten auch einen Verlauf anlegen für die Filterwirkung dieses Softlight oder Diffuse Glow innerhalb des transparenten Innenraums der Nationalgalerie. Und ich schätze mal, Sie können jetzt anhand der Sachen, die ich Ihnen gezeigt habe, das auch selbst bewerkstelligen. Ich würde an dieser Stelle zunächst einmal aufhören. Das war Multipass-Rendern mit Cinema 4D und die entsprechenden Folgen davon in Photoshop, dass ich einzelne Teile auf diese Weise nachbearbeiten kann. Viel Spaß beim weiteren Ausprobieren.